Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Gameplay-Preview-Video, was geil wird. Mein Name ist Danalo und ich habe hier an meiner Seite den... Pat, ich bin's, hi. Ja, wir haben für euch ein kleines Video von der Gamescom mitgebracht und zwar ist das Yoshi's Woolly World. Woolly World! Das ist sowas von cool. Yoshi Woolly World, das ruht. Ja, Yoshi's Woolly World. Und... Ja, wir hatten auch da wieder die Ehre, ein Video für euch zu machen. Dieses Video wird vorab erstmal auf beiden Kanälen hochgeladen. Also dasselbe Video, das was ihr jetzt hier seht, auf meinem oder auf Renés Kanal, das wird dann auch bei mir und bei ihm gleichzeitig da sein. Ach, ihr wisst, was ich meine, Mann. Multi-Upload. Weil wir es beide zusammengespielt haben, deswegen und ja... Wir wollten erst separate Videos machen, aber wir haben es beide gespielt, wir können beide dann unsere Meinung dazu äußern. Und deswegen machen wir das Video gemeinsam. Auf jeden. Das wird cool. Yes. Wollen wir ins Ingame? Ich habe Eclipse dazu. Das weiß ich jetzt schon. Okay, sollen wir Ingame gehen? Ja, Ingame geht's jetzt los. Okay, gut. Wir sehen uns sofort wieder. Ciao. Wusch. Und da sind wir auch schon beim Gameplay. Auf der rechten Seite bin ich, auf der linken Seite ist Bett. Ich habe das Gamepad in der Hand und er hat so einen Controller in der Hand. Ja, den Wiimote-Controller, der ist ziemlich cool. Damit lässt sich das Spiel auch ziemlich gut spielen. Jetzt und schon mal vorweg. Da geht's auch schon los. Ich bin der grüne Yoshi und ich werde gleich gefressen. Nein! Ja, das ist ganz cool, das habe ich vorher schon gesehen. Ich wollte das unbedingt ausprobieren, ob das geht. Deswegen habe ich das Ganze als erstes gemacht. Da musste ich ausprobieren, wie man schießt. Und das sah gerade voll aus, wie als wenn man irgendwen aus dem Pokéball rausholt. Was macht denn der da mit der Kamera? Ja, vielen Dank erstmal an den netten Herrn, der uns die Kamera... Führung ja, gestattet hat. Ich weiß gar nicht, wer das war. Der wollte seinen Namen auch irgendwie nicht nennen und bla. Weiß ich auch nicht. Der war voll schüchtern. Irgendwie tat er mir leid. Trotzdem danke, dass er uns geholfen hat. Auf jeden Fall, das ist der erste Kurs. Also Kurs. Und ja, standardmäßig gibt es hier nicht wirklich starke Gegner. Na, Yoshi halt, ne? Ja, es ist ein, in dem Sinne ist es nur ein Yoshi's Island mit Kirby, das magische Garn-Grafik. Das Gute daran ist, es ist 100-mal besser als Yoshi's New Island, was ich gespielt habe und sehr stark kritisiert habe. Und das gefiel mir schon mal. Also ich habe erstmal eine Befürchtung, es wird so katastrophal wie Yoshi's New Island, aber es ist schon recht interessant gewesen. Also ja, ja. Zum Gameplay selbst, es ist ein Jump-Run, Springen, Gegner fressen und dann Eier legen und so und ja. Eier legen klingt so falsch. Eier ausbrüten. Ja. Naja, auf jeden Fall hier versuchen wir jetzt erstmal unsere Skillkünste und haben das auch gleich hingekriegt, diese riesige Klippe zu überwinden. Was ist das denn jetzt gewesen? Ach ja, klar. Genau, wir sind aufeinander gesprungen. Da bin ich gestuckt auf deinem Kopf und dann zwischen dem Block. Das ist ganz interessant, dass man hier jetzt mit den Eiern die Plattform machen muss, ne? Machen öffnen muss, ja. Ich fand das auch voll gut. Hier kann man auch größere Eier kriegen, indem man einfach nur diesen... Das hört sich falsch an, ich weiß. Das hört sich schon wieder so falsch an. Indem man die Wände frisst. Und die Wände werden so gezeichnet, indem man... Ja, man sieht ja da dieses rote Bändchen da. Ja, genau, so eine Art Schleife, die muss man dann anlutschen und dann... So findet man auf jeden Fall die Secrets bisher. Mal gucken, da gibt es bestimmt noch mehr. Ziemlich viele Secrets, ja. Ja, Piranha-Pflanze. Ach ja. Ja, das ist cool. Also ich finde es von der Grafik zwar relativ kindlich gehalten, aber es macht trotzdem wirklich Spaß. Vor allen Dingen im Koop, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es megamäßig genial. Also das hat riesig Spaß gemacht. Vor allen Dingen, wir werden gleich noch auf ein paar Situationen sehen, die ziemlich lustig sind. Ja, für ihn lustig, für mich nicht so. Also für Leute, die Yoshi's Island kennen und so, die wissen auf jeden Fall, was die erwarten können und werden. Ja. Und für Anfänger ist ja... Stellt euch Mario vor mit Yoshi. Ja. Wenn ihr Mario nicht kennt, dann stellt euch Sonic vor, nur langsamer und mit Yoshi. Stellt euch irgendwas vor, Hauptsache es sieht dann aus wie Yoshi. Nein, Quatsch. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde es einfach relativ sehr schön gehalten. Es sieht einfach so komisch aus, so ungewohnt mit dieser ganzen Wolle. Weil der Hintergrund ist aus Wolle, die Röhren sind aus Wolle, alles aber aus Wolle, überall sind Knöpfe. Das ist und ja, ich komm nicht das klar. Ist eigentlich mehr Stoff, also es ist Stoff und also Kirby und das magische Garn ist ja mehr mit Garn halt gemacht und das ist ja richtig Stoff, eine Stoffwelt und so. Ja, yeah, das ist und ja das schon alles gewebt. Dadurch sieht das auf jeden Fall um einiges besser aus und das ist ziemlich genial gemacht auf jeden Fall. Ja, eine Pflanze erschaffen und da werde ich das erste Mal getötet. Indem ich ihn gefressen habe und ausgespuckt habe. Ja, man kann das halt kooperativ spielen oder man kann ihn halt ein bisschen, ja, ne? Zur Steuerung, L-Pad musste jetzt mit der Wiimote schütteln, damit er runterkommt. Das ist wie bei Mario und Luigi. Bei New Super Mario Bros. Genau, so hieß das. Da ist das ja auch.
Dann schreibt Mario immer, hey, lass mich auch mitspielen. Hey, dass der Yoshi was gesagt hat. Ich habe das auch kaum verstanden, was da abging. Ja, es war viel zu laut. Deswegen ist der Sound wieder mal runtergedreht. Das war gut. Ich wollte zurückkommen, du spinnst mir auf den Kopf. Und ja, da ist eine wunderschöne Ranke entstanden. Ja, und die Shy Guys. Shy Guy Troop! Oh yeah, Shy Guy Troop. Schnee! So, und jetzt kommt die Frau da von der Seite und sagt mir, dass ich hier schütteln muss. Genau. Also, schüttel das, ich schüttel das. Dann komme ich auch nur so ein bisschen runter. Die sagte, wenn du schüttelst, kommst du wieder frei. Die sagte so, shake it, baby. Ja, die sagte, wenn du schüttelst, kommst du wieder frei. Ich schüttel meine Wiimote, nichts passiert. Ich gehe einfach runter, dann... Also hier so ein Stück runter nur. Ja, was gibt's als Collectibles? Was hast du da gemacht? Weiß ich nicht. Einfach runter von der Pflanze. Ich bin runter. Alles kalt gestorben. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Was gibt's als Collectibles? Es sind diese typischen Blumen, es sind da so komische Steine. Das sind Steine. Herzen, kann das sein? Ja, Herzen. Es gibt noch so Herzen, die wir sammeln. Dann kriegen wir immer diesen Herzen, das, was auch immer das jetzt gerade war. Und es gibt solche komischen Pillen. Davon haben wir alle, in diesem Level auf jeden Fall alle drei gefunden. Ja, stimmt. Was war das nochmal? Spezialwolle oder sowas, genau. Ne? Ja, ich glaube auch, das wird hinterher auf jeden Fall nochmal auf dem Finish-Screen gezeigt, der jetzt kommt. Apropos, wenn Yoshi rennt, dann verwandeln sich seine Beine in Räder. Das war ziemlich lustig. Ich fand das so geil, weil es einfach wieder sowas wie von Kirby hatte. Und ich finde ja Kirby schon ziemlich cool. So, jetzt sehen wir gleich, glaube ich, den Finish-Screen. Ich finde das gut, dass hier auch die ganzen Sachen aus Yoshi's Island wieder übernommen worden sind. Ja. Also, ich bin nicht jetzt ganz ehrlich... Was war das? Wunderwolle. Genau, Wunderwolle. So. Wenn ich ganz ehrlich bin, das ist für mich persönlich der Nachfolger von Yoshi's Island. Nicht Yoshi's New Island oder Yoshi's Island DS, sondern das hier. Also ja, es ist klassisch, nur ohne Mario. Es ist klassisches. Ich finde es gut, dass Mario Island, nicht dabei ist. Was man 95 gesehen hat. Ja, nur ohne Mario. Also der nervigste Faktor ist raus. Hm. Ja. Das ist die Frau, die uns betreut hat. Ey, die war voll süß. Und die war voll. Oder die kann man doch direkt mitnehmen. So guck mal, wie nett die ist. Naja. Vor allen Dingen, wir haben auch ein bisschen mit ihr unterhalten. Sie wollte jetzt auch unsere Meinung wissen zum Spiel und ob wir Verbesserungen hätten, aber wir hatten keine Verbesserungen. Es lässt sich super steuern, intuitive Steuerung und hey, da ist unser Typ. Ja, ist der und seine Schuhe. Und da ist der Boden der Gamescom, wer die noch nicht gesehen hat, und da sind Beine. Ja. Wer sie noch nicht gesehen hat. Beine sind cool. Ach ja. Ja, und so, das war schon unser Video. Kurz, aber. Es hat gereicht, um zu sagen, Yoshi's Woolly World, Woolly World ist ein ziemlich guter Titel und es ist ärgerlich, dass dieser Titel nicht dieses Jahr erscheint, sondern erst 2015 im Frühjahr, wie so ziemlich alles, was man unter Nintendo raushaut. Mhm. Ja, was kann man sagen? Zur Steuerung ist es intuitiv, ist es gut, dass diese Zielvorrichtung, die läuft um einiges besser als in anderen Yoshi-Teilen. Ja, das stimmt. Die läuft weitaus flüssiger und genauer, finde ich. Es ist sehr schön designt, man hat sich sehr viel Mühe gegeben, das Level-Design ist der erste Kurs jetzt gewesen, aber das Level-Design an sich schon motiviert ein und es macht unwahrscheinlich viel Spaß. Ja, also, das muss ich auch sagen, bis auf, dass ich zweimal von dir getötet wurde. Ja, wie es im Singleplayer jetzt ist, keine Ahnung, also genauso wie im Multiplayer. Aber ich würde ganz ehrlich den Multiplayer bevorzugen. Ja, wenn du halt natürlich keinen hast, mit dem du das zocken kannst. Wenn du keine Freunde hast. Wenn du keine Freunde hast, genau, oder keine Geschwister oder so, dann bist du ja dazu verdammt. Da wird ein Mitglied der Shy Guy Troop. Wir sind immer. Genau, da müssen wir ein Shy Guy Troop Mitglied ranholen, der muss dann einspringen. Ja, das ist so. Shy Guy Troop. Ja, Sound können wir leider nicht sagen. Ja, In-Game Sound, dazu können wir was sagen. Wir haben den ein bisschen gehört, so mehr oder weniger. Stellt ihn euch einfach wie immer knuffig vor. Also ihr könnt kein Death Metal jetzt erwarten. Ja, oder Dubstep. Dubstep. Yoshi! Killer. Ja. Oh Mann. Ansicht, Fazit, tolles Spiel. Ich freue mich auf 2015, das wird genial. Ja, ich denke auch mal, dass ich es mir hole. Am Anfang war ich zwar abgeneigt, weil ich nach Yoshi's New Island, jedenfalls von den Rezensionen der anderen, gehört habe, so... Ja, es ist nicht so toll, es nervt ein bisschen und ich dachte mir Also es ist nicht total eine totale Katastrophe gewesen. Nein, aber... Viel darf man nicht sagen, aber es ist wirklich enttäuschend gewesen, weil man hat viel, viel mehr erwartet. Es ist ein Yoshi's Island Remake, aber leider nicht so genial, wie es damals 95 war. Okay. Ja, jedenfalls habe ich mir ja daraufhin überlegt, mir das Spiel doch nicht dann zu holen. Und dann war ich auch von Yoshi's Woolly World, wo es dann von Kirby's Epic Yarn die Idee ein bisschen geklaut hatte, dachte ich mir so, okay, toll. Dann haben wir jetzt ein Yoshi-Spiel, was einfach mit der Kirby-Idee rumläuft und Kirby's Epic Yarn mochte ich nicht. Hm. Ich habe das ja gespielt und ich war sowas von enttäuscht, weil mir das einfach gar nicht gefallen hat. Ich dachte mir so, holst du dir das Spiel jetzt oder holst du es dir nicht? So, und da hatte ich natürlich Glück, dass es auf der Gamescom anspielbar war und die Schlange nicht so lang war, dass wir uns dann noch angestellt hatten. Wir wollten ja erst, glaube ich, Smash zocken, ne? Also, die Schlange war schon an dem Tag relativ groß, aber man kam gut dran. Also, wir haben eine Stunde gewartet, dann kamen wir dran. Angeblich sollten wir eine Stunde warten, es war eine halbe Stunde oder so. Maximal. Ja.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall an Nintendo, dass wir aufnehmen durften, an die Leute dort auch, an den unseren Kameramann. Es war eine super Aufnahme, also es gab schon schlimmere Kameramänner. Ja, das stimmt. Oder Kamerafrauen. ja, hast du noch irgendein letztes Wort zu sagen? Abschließend eigentlich nichts. Gut, dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt unser nächstes Video. Ja, da kommen ja noch mehr. Wir haben noch 1, 2, 3, 4 Videos. Oh ja, es wird auch genial. Yu-Gi-Oh! Kommt auch noch. Ja, Yu-Gi-Oh! Kommt noch. Dann kommt bei mir noch Bayonetta. Dann kommt nochmal Hyrule Warriors bei René. Auch wenn es nur kurz ist. Ja, leider. Aber egal. Dazu kommt die Erklärung, kommt ja dann. Naja, dann würde ich mal sagen. Ja, das war's von uns. Man sieht sich die Tage. Freut euch auf das nächste Video. Auf jeden. Auf unsere Let's Plays. Bis denn dann. Tschüss und bis denn dann. Ciao.